Hallo Leute, willkommen bei Tutorial Live TV. Ich zeige euch heute, wie man eine Batch-Datei erstellt und für was die überhaupt gut ist. Also als erstes, was ist eine Batch-Datei? Das ist eine Datei mit der Endung .bat. Diese Dateien führen Konsolenanweisungen nacheinander aus. Als erstes, wie erstellt man eine Batch-Datei? Dazu erzeugt er ein neues Textdokument. Hier gibt er einfach einen Namen, zum Beispiel mein Test. Ganz wichtig, jetzt müsst ihr hier als Endung nicht .txt haben, sondern .bat. Ihr müsst noch bestätigen, dass ihr das auch wirklich ändern wollt. Falls ihr hier keine Dateiendung angezeigt bekommt, müsst ihr die Ordneroption ändern. Das macht ihr folgendermaßen. Ihr öffnet den Explorer. Hier Ordner und Suchoptionen. Dann im Reiter Ansicht. Dieses Häkchen Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. Darf nicht gesetzt sein. Wie hier bei mir. Dann noch bestätigen. Und schon seht ihr das. Also nun einmal der Aufbau einer Batch-Datei. Die Batch-Datei ist einfach nur ein Textdokument und es wird immer zahlenweise eine CMD-Anweisung ausgeführt, also eine Konsole. Beispiel Konsole. Ja. Es wird auch wieder in der Konsole ausgeführt. Meine Dateien haben hier immer einen Titel. Das ist der Titel, der oben, wie hier, der Name steht, wird hier immer benannt. Außerdem wird am Ende immer Pause erwähnt. Falls diese Ausdruck nicht gesetzt ist, wird das Skript am Ende beendet und die Datei geschlossen. Also falls wir Text ausgegeben haben, können wir uns diesen nicht mehr in Ruhe ansehen. Unser Beispiel sieht hier jetzt so aus. Also der Titel ist Tutorial Live TV, wie wir festgelegt haben. Und hier müssen wir noch eine beliebige Taste drücken, damit das Programm beendet wird. Jetzt können wir uns auch den Test ansehen. Falls wir hier keine Pause hätten, würde das hier folgendermaßen aussehen. Der Teil würde geöffnet werden, aber sofort wieder geschlossen. Also könnten wir den Text nicht lesen. So, was kann man jetzt mit Batch-Dateien alles machen? Am einfachsten ist einmal die Ausgabe. Diese erfolgt mit Echo und danach einfach den Text, den ihr ausgeben wollt. Also hier Echo, das ist mein erstes Programm. Noch speichern. Ihr müsst es nicht unbedingt mit dem Notepad-Editor machen, ihr könnt auch den Windows-Standard-Editor verwenden. Starten wir hier mal. Und wie ihr hier seht, ist die Ausgabe, Echo, das ist das Programm, und hier wird der Text ausgegeben. So, mit der Taste können wir es wieder beenden. Eine weitere Methode ist die Call-Methode. Diese ruft einfach eine weitere Batch-Datei auf, hier zum Beispiel Call. Dann haben wir hier Start.bat. Die habe ich hier erstellt. Die öffnet einfach nur den Firefox. Zwischenspeichern. Sehen, das ist ausgeführt. Der Firefox wird geöffnet. Also wird hier eine weitere Batch-Datei geöffnet. Der Titel wurde auch geändert. So, nun sehen wir uns halt einmal diese Start.bat an. Hier wurde wieder der Titel gesetzt. Und übrigens, also falls ihr etwas kommentieren wollt, ist das mit zwei Doppelpunkten möglich. Diese zwei Teile sehen wir uns später an. Also ein Programm wird geöffnet mit Start. Danach erfolgt der Name des Programms. Der ist teilweise sehr unterschiedlich. Hier funktioniert zwar Firefox,
Doch wie wir später sehen werden, gibt es da auch Unterschiede. Und hier könnt ihr noch einen Parameter übergeben. Den benutzt das Programm. Das ist von Programm zu Programm unterschiedlich. Im Falle von Firefox wird er einfach die Webseite öffnen. Wenn wir uns hier den Start.bat ansehen, wird einfach Firefox geöffnet und die Seite Google wird geöffnet. Falls wir hier den Editor öffnen wollen, machen wir das mit Start. Hier haben wir den Parameter min, also das Programm wird minimiert gestartet. Und auch wenn hier unser Programm hier Notepad heißt, wird nicht Notepad geöffnet, sondern wie wir jetzt sehen, minimiert geöffnet, der Standard-Editor. Der Standard-Editor wird eben als Notepad bezeichnet. Und so ist es eben problematisch, falls ihr unbedingt ein Programm öffnen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr Word öffnen wollt, müsst ihr WinWord eingeben. Falls ihr den genauen Befehl nicht wisst, könnt ihr hier einfach wie hier Start und dann den Namen und .exe angeben. Dann wird diese Datei geöffnet. In diesem Fall der C-Cleaner geöffnet. Könntet ihr verwenden. Das ist eine hervorragende Anwendung von Batch-Dateien. Ihr könntet hier auch noch Parameter übergeben, die manche Programme brauchen, spezielle Eingaben, etwa Start im abgesicherten Modus oder sonstiges. Und nun kommen wir zum Unterschied zwischen Batch-Dateien und einfacher Eingabe in Konsolen. Bei Batch-Dateien können Variablen verwendet werden. Eine Variable wird definiert mit set, dann kommt ein Leerschritt und der Variablenname. Danach folgt ein ist gleich und die Zuordnung. Bitte beachte, dass hier keine Leerschritte sind. Sonst treten Fehler auf bei der Benennung. Hier wird die Variable wieder ausgegeben. Auf Variablen wird immer zugegriffen mit Prozent, der Name und dann wieder Prozent. So, falls ihr jetzt eine Benutzereingabe machen wollt, müsst ihr einfach set, dann Schrägstrich p, dann einen Variablennamen. Und hier wird die Variable nicht zugeordnet, sondern es wird ein Text festgelegt, der ausgegeben wird und nach einer Variableneinfrage fordert. Also wird hier eben stehen, bitte Text eingeben, danach können wir unsere Variable eingeben. Und diese Variable wird dann einzugeordnet. Hier wird wieder auf die Variable zugegriffen. Variablen sind auch zum Rechnen geeignet. Allerdings gibt es hier einiges zu beachten. Wir haben hier einfach nur wieder eine Eingabe, diesmal eine Zahl. Dann haben wir eine zweite Variable, also eine Zahl 2. Und hier wird es verrechnet. Der Wert, das Ergebnis, wird der Variable Ergebnis zugewiesen. Hier muss allerdings ein Schrägstrich ausstehen, damit es auch gerechnet wird und nicht einfach als Text zugeordnet wird. So sehen wir uns die Auswirkungen einmal an. Also wir haben hier der Variable Text zugeordnet, wenn die Variable ausgegeben wird. Set Variable Text, hier wird sie ausgegeben, Test. Als nächstes folgt die Eingabe einer Variable. Wie hier zu sehen ist, ist es nicht die Zuordnung der Variable, sondern nur der Text, der ausgegeben wird und die Eingabe fordert. Geben wir zum Beispiel ein Eingabe, dann Enter und hier wird unsere Eingabe wieder ausgegeben, was mit Echo 1 angefordert wurde. So, und nun noch unsere Rechnung. Also wir nehmen hier eine Zahl, beispielsweise 5, drücken Enter. Und schon erscheint als Ergebnis 10. Wie hier gesagt, also die eingegebene Variable wird mit 2 multipliziert und so entsteht 10. So, nun kommen wir noch zu einer wichtigen Anwendung von Batch-Dateien. Also dazu gehören natürlich auch If-Abfragen. Also hier sehen wir mal, wie abgefragt wird, ob eine Datei existiert.
Also if exist, der Name, test.txt. Und dann folgt etwas Spezielles, das oft mit der if-Abfrage verwendet wird, ein go-to-Befehl. Ein go-to-Befehl funktioniert einfach so, dass wir hier eine Markierung haben, eine Sprungmarke, Doppelpunkt, danach folgt der Name. Und hier haben wir go-to und der Name der Sprungmarke. Also falls diese Anweisung stimmt, sodass die Datei existiert, wird hier zu End gesprungen. Falls es nicht der Fall ist, wird diese Zeile überlesen. Wenn ihr jetzt wollt, if-Abfragen, die mehrere Zeilen überdauern, müsst ihr es folgendermaßen machen. If, dann nehmen wir etwas anderes, weil meistens wird auch eine Variable mit einem String, einer Zahl oder sonstigen verglichen. Also hier haben wir eine Variable, zum Beispiel Prozent war Prozent. Wenn ihr sie mit einem String vergleichen möchtet, müsst ihr hier Anführungszeichen setzen. Und hier folgt ein ist gleich. Ein einfaches ist gleich würde nicht reichen, da es dabei um eine Zuweisung handelt. Also hier zum Beispiel Test. In Anführungszeichen wird es verglichen und hier müsst ihr eine Klammer öffnen. Und diese Befehle zwischen den Klammern hier würden dann ausgeführt werden, wenn diese Aussage richtig ist. Hier habe ich noch ein paar Zuweisungen. Also ihr könnt auch schreiben if not, falls es nicht der Fall ist, wird diese Anweisung ausgeführt. Oder wenn es der Fall ist, wenn es nicht der Fall ist, wenn eine Zahl kleiner ist, eine Zahl größer ist oder ähnliches. So, hier habe ich einmal etwas vorbereitet. Also falls diese Datei existiert, wird dieser Teil übersprungen. Falls diese Datei nicht existiert, wird sie erzeugt. Das sehen wir uns jetzt mal an. Also die Datei existierte noch nicht. So wurde sie hier erstellt. Datei wurde erstellt. So, jetzt ist es da und jetzt starten wir die Anweisung noch einmal. Hier wird die Datei nicht mehr erstellt, sondern mit go to end wurde dieser Teil übersprungen und die Datei kann nun verwendet werden. Also, sie ist hier. Auch wurde bereits Text in die Datei geschrieben, Testdatei. Diese Anweisung erledigt. So, nun möchte ich euch noch ein paar praktische Anweisungen zeigen. So habe ich hier eine cmd.bat geschrieben. Das ist einfach eine einfache Anweisung, eine einfache Konsole. So wird hier einfach der Titel gesetzt. Man beginnt, diese Marke wird einfach als erstes gar nicht beachtet. Danach können wir einfach eine Textzeile gegeben und diese Zeile wird dann ausgeführt. Also einfach eine normale Konsole. Danach wird wieder zu dieser Schleife gesprungen und die Anweisung noch einmal ausgeführt. So kann man einfacherweise eine Konsole programmieren. Sehen wir uns jetzt an. Also hier wird einfach die Eingabe. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Befehl eingeben wie shutdown-s, wird dieser Befehl ausgeführt. Jetzt müssen wir es abbrechen. Die Konsole ist ganz einfach mit Exit zu beenden. Und hier habe ich noch mal etwas überlegt, einen Bat Creator. Diese Skript erzeugt eine neue Bat-Datei. So wird hier als erstes einmal ein Dateiname angegeben, danach wird eine Datei mit dem Namen erstellt. Und die erste Zeile ist Titel und der Name, den wir hier festgelegt haben. Danach können wir wieder, so oft wir wollen, eine Textdatei eingeben, die als neue Zeile angeführt wird. Also hier
Nächste Zeile wird gefragt, können wir eingegeben. Falls dieser, die, unsere Eingabe Exit Bud ist, wird das Programm beendet. Falls nicht, wird unsere Eingabe in die Datei geschrieben. Wir haben hier eine Schleife, dass das öfter ausgeführt wird. Das sehen wir uns jetzt auch an, mit Creator. Also als erstes wird eine Dateiname eingegeben, zum Beispiel meine Bud. Danach können wir weitere Zeilen einfügen, also zum Beispiel Echo Test. Dann eine weitere Zeile, unsere Pause, damit wir auch die Datei im Auge gesehen bekommen. So, und jetzt beenden wir das Programm. Exit, Wert. So, jetzt wurde eine Datei erstellt. Meine Bud, wenn wir die starten, wird Test ausgegeben und Pause angezeigt. Wenn wir uns die Datei jetzt ansehen, wurde auch der Titel hineingeschrieben. Dann auch unsere erste Eingabe und unsere zweite Eingabe. Die Eingabe Exit Bud wurde nicht hineingeschrieben, sondern das Programm wurde ja beendet. So, nun möchte ich euch noch ein paar eher weniger praktische Teile zeigen, sondern mehr formelle, also hier, wie das in eurer Konsole ausgegeben wird. Wir haben ein kleines Skript. Also hier wird ein Shutdown angefordert. Danach wird eine Zeit gewartet. Das wird jetzt fälschlicherweise mit der Befehl print gemacht. Hier wird einfach nur ein Ping angefordert von einer bestimmten IP-Adresse, das allerdings, da es die nicht gibt, wird gewartet, diese 5 Sekunden und dann der Befehl abgebrochen. Und hier haben wir schon unseren ersten Teil. Hier wird alles ins Nichts geleitet, somit bekommen wir keine Textausgabe. So sehen wir uns das mal an. Dritter EchoBot. Hier wird zwar die Textdatei ausgegeben. Oh, Entschuldigung, da ist noch Fehler. So, jetzt. Hier wird zwar unsere Zeile mit Ping ausgegeben. Allerdings hat normalerweise Ping auch eine Ausgabe. Das sehen wir hier nicht. Sehen wir jetzt mal an, wie es ohne diesen Teil wäre. Hier wird der Ping ausgeführt und will noch etwas anzeigen. Damit dieser Teil unterbunden wird, schicken wir das alles ins Nichts. So. Falls wir aber die Ausgabe eines Befehls gar nicht sehen wollen, fügen wir hier einfach ein Add hinzu, also Add, auch noch ein Add, dann werden diese Zeilen nicht ausgegeben. Wie ihr seht, nur noch der Titel wird gesetzt, dann fehlen hier etliche Zeilen, als nächstes wird nur noch der Befehl Shutdown A angegeben. Falls wir den kompletten Text verstecken wollen, machen wir das mit Echo off. So wird die komplette Textausgabe ausgeschaltet. So wie wir sehen, Echo-Befehle. Und als nächstes kommt nur noch das Drücken einer Taste zur Pause. Alternativ können wir die Konsoleneingabe auch wieder löschen mit CLS. Hierbei wird der bereits eingegebene oder angezeigte Text gelöscht. Also hier steht zwar der Text noch, allerdings sobald dieser Befehl hier aufgerufen wird, wird auch das darüberliegende gelöscht. So sehen wir nur noch Pause, dass wir eine Taste drücken sollen. Also dass hier Ausgabe von Pause auch unterbinden wollen, schicken wir das wieder noch. Jetzt drüben wir das eben nach 0. Wir sehen, jetzt wird der Rest angegeben. Dann wieder gelöscht. Und hier der Befehl, also hier
Bitte drücken Sie eine Taste, wird nicht mehr ausgegeben. Zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, wie man die Farbe ändert. Hier. Weil so CMD-Eingabeaufforderungen sind ja eher meistens etwas langweilig. Schwarzer Hintergrund, weiße Farbe. Das können wir allerdings auch ändern. Den Befehl Color. So, und hier haben wir verschiedene Farben. Jeweils eine Zahl oder einen Buchstaben. So steht zum Beispiel für dunkelgrau die 8. Und der Befehl lautet Color, danach die Hintergrundfarbe und danach die Schriftfarbe. Hier haben wir eben, also zum Beispiel, wenn wir als Hintergrund blau wollen und als Vordergrund grün, müssen wir 9a hinzufügen. Also hier 9a. Speichern wir. Starten die Datei. So, Hintergrund blau, Vordergrund grün. So, das war ein kleines Batch-Tutorial und auch über Batch-Dateien. Ich hoffe, es hat euch geholfen. In einem weiteren Tutorial werde ich euch noch den Dateizugriff mit Batch-Dateien erklären, wofür diese Dateien auch öfter verwendet werden. Falls euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es und ich würde mich über ein Abo freuen. Und auf Wiedersehen.